Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Paul Henzel. Heute sind wir mal in einer entspannten Umgebung hier mitten in Dresden. Und in diesem Video soll es darum gehen, welche Eigenschaften, also welche mentalen Eigenschaften noch wichtig sind, damit du Kaltakquise langfristig erfolgreich gestalten kannst, dein Team erfolgreich aufbaust und einfach auch Kaltakquise als Lead-Kanal nutzen kannst, der dir wirklich deine Umsätze steigert und dir auch massive Umsatzschübe bringt. Viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, will ich in dem Video darauf eingehen, welche mentalen Eigenschaften du mitbringen solltest und welche Grundvoraussetzungen, damit du Kaltakquise sehr erfolgreich gestalten kannst, was vor allem auch Kaltakquise ausmacht oder ausmachen kann bei dir im Unternehmen und was du bedenken solltest, wenn du anfängst, Kaltakquise zusätzlich als Kanal noch mit aufzubauen, vielleicht neben den Werbeanzeigen, die du momentan schaltest, neben dem Content, den du momentan machst, vielleicht hier auf YouTube, auf Instagram, LinkedIn etc. oder vielleicht auch aus dem Netzwerk, wo du Kunden gewinnst. Wenn du mit Kaltakquise startest, solltest du auf jeden Fall langfristig den Ansatz haben, Kaltakquise nicht nur ein paar Tage lang zu machen, sondern wie gesagt langfristig auch. Das heißt, du brauchst eine gewisse Disziplin, eine gewisse Anzahl an Wir-Versuchen auch zu machen. Du musst dich steigern, du musst deinem Team auch beibringen, wenn du später mal Mitarbeiter einarbeitest in die Kaltakquise, eine gewisse Schlagzahl jeden Tag zu machen oder auch die Schlagzahl zu steigern, damit man halt mal auf Wehrversuche von 150 bis 200 am Tag kommt, ja, Telefonate, die man jeden Tag macht, dann wird es auch richtig effektiv, ja, außer du hast jetzt eine ganz, ganz kleine Zielgruppe, wo es gar nicht so viel Sinn macht, eine Schlagzahl zu machen von 150 bis 200 Wehrversuchen. Gibt es ja viele Unternehmen, die machen einfach nur so 20, 30 Anrufe am Tag. Bringt natürlich auch die ersten Ergebnisse oder wird auch sowas sein, dass du da einen Termin legst. Aber umso höher du die Schlagzeit gestaltest, umso besser und umso effektiver wird natürlich auch die Kaltakquise. Also umso besser wirst du, umso mehr kommst du rein, umso besser kannst du die Einwandbehandlung, umso besser führst du die Gespräche, umso sicherer wirst du auch in der Kaltakquise, umso mehr Gespräche du einfach führst und das Volumen an Gesprächen hochfährst. Wie gesagt, eine gewisse Disziplin ist natürlich auch dabei, das tagtäglich zu machen und vor allem auch deine Mitarbeiter drauf zu trimmen, ja, eine gewisse Schlagzahl zu erreichen. Auch wie gesagt, die Kaltakquise in einem Prozess, der eigentlich immer wieder gleich ist. Klar gibt es so ein paar Dinge, auf die du eingehen musst in den Gesprächen. Es gibt mal Leute, die nicht interessiert sind. Es gibt mal Leute, die auch genervt sind von dir, die schlecht reagieren. Natürlich muss man das abkönnen, keine Frage. Aber da brauchst du einfach eine gewisse Disziplin, die du mitbringen musst, um genau diese Kaltakquise immer wieder zu machen, das gleiche Skript immer zu verwenden, das Skript vielleicht auch zu verbessern und halt langfristig diesen Kanal aufzubauen. Wie gesagt, im besten Fall oder Idealfall willst du ja auch mit der Kaltakquise als zusätzlichen oder wie gesagt als hauptsächlichen Kanal deinen Umsatz reinholen und Kunden gewinnen. Und das kannst du nur machen, indem du es natürlich lang genug durchziehst, damit du besser wirst und ja, mit Disziplin natürlich das Ganze auch, wie gesagt, aufs nächste Level bringst. Als drittes ist natürlich, gerade wenn du anfängst, die Angst vor Ablehnung zu beseitigen, sehr, sehr wichtig. Hier ja, kannst du dich reinversetzen in ein Rollenspiel und kannst dir denken, das Ganze ist ja nur ein Rollenspiel. Das heißt, wenn du jemanden hast am Telefon, der mal unhöflich ist, der genervt ist von dir, der schnell auflegt, der sich vielleicht genervt fühlt durch die Kaltakquise, dass es ja nur eine Rolle ist, ja, in die du dich reinversetzt wirst. Das heißt, dass du nicht persönlich abgelehnt wirst, sondern dass es nur deine Rolle ist als Kaltakquisiteur oder als der Anrufer quasi. Und das ist natürlich nicht persönlich gemeint ist, weil die Person zieht dich ja nicht, hatte ich noch nicht persönlich kennengelernt, weiß nicht, was deine Werte sind oder was du generell machst. Ja, es ist ja im Endeffekt nur ein kurzes Telefonat, wo man einer Person gegenüber nicht gegenübersteht oder man sich wirklich sieht, sondern es ist einfach nur ein Telefonat, man hat kurz Kontakt miteinander und dementsprechend brauchst du auch gar keine Angst haben. Du musst halt natürlich auch einfach starten damit. Also es gibt keine bessere Erklärung oder keinen besseren Ansatz, als einfach mal die Kaltakquise anzufangen und die ersten Telefonate zu machen. Über diese Hürde musst du einfach springen, das ist ganz klar. Aber wenn du einmal das Ganze gemacht hast, eine gewisse Schlagzahl am Tag auch machst, ab einer Schlagzahl von so wirklich 30, 50 Anrufen, geht es dann auch richtig los, dass es auch Routine wird, dass es in Fleisch und Blut übergeht, dass es einfach normal ist für dich, auch die Akquise zu machen und einfach die Telefonate jeden Tag durchzuführen. Und dann wirst du auch merken, dass du halt, wie gesagt, immer wieder besser wirst und dein Skill sich auch steigert, dass Kaltakquise für dich passt. Dann will ich dir noch einen vierten zusätzlichen Bonus mitgeben, den du auf jeden Fall brauchst, der wichtig ist, um Kaltakquise auch auf langfristiger Basis durchzuführen. Und zwar sind das genug Kontakte, dass du einfach eine gute Kontaktqualität hast, zum einen. Also das heißt, die Kontakte, die du anrufst, natürlich gut ausgelesen sind, dass sie zu deiner Zielgruppe passen, dass es überhaupt Sinn macht, dir das Angebot zu machen, was du hast oder was du verkaufst. Plus, dass du auch wirklich eine gewisse Anzahl an Kontakten hast, die du auch angehen kannst. Ja? Bringt dir nichts, wenn du nur 10 Kontakte hast, die du anrufst und die du jeden Tag wieder 3-4 Mal neu anrufst.
Das macht ja keinen Sinn. Klar, solltest du auch immer wieder Follow-up machen, aber eine gewisse Anzahl an Kontakten grundsätzlich, die du in deinem CRM-System hast oder in deiner Kontaktliste hast, die du jeden Tag angehst, ist wichtig. Das heißt, ich habe auch schon mal dazu ein Video gemacht, wie viele Anrufe oder wie viele Kontakte du haben solltest in deiner Liste, damit Kaltakquise Sinn macht und damit du nicht zu oft die gleichen Kontakte immer wieder anrufst, um da einen gewissen Spaß auch dabei zu haben, neue Kontakte zu haben in deiner Pipeline, die du akquirieren kannst. Dementsprechend viel Spaß beim Umsetzen, wenn du die Tipps auch befolgst. Trag dich auch gerne für die Abkürzung quasi, damit du Kaltakquise Unterstützung bekommst, bei uns ein auf www.paulniederlag.de. Gerade wenn du schon einen Kanal hast, der dir regelmäßig Leads bringt, der dir regelmäßig Abschlüsse und neue Kunden bringt, dienen wir als starke Ergänzung dazu, um dein Business voranzutreiben und als starker Hebel, um nochmal die Kontakte zu erreichen, die du vielleicht über deinen aktuellen Lead-Kanal nicht erreichst, um halt zusätzlich auch neue Kunden zu gewinnen. Dementsprechend freue ich mich, mit dir bald zu sprechen und trag dich jetzt ein auf www.paulniederlag.de. Bis dahin und ich freue mich, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest.